Guten Tag. Ja, willkommen zurück. Oder auch nicht. Oder auch doch. Denn willkommen heißen diese Gegner uns nicht. Die wollen nur unser Schlechtestes. Haha. Dachtest du wohl, hä? Hm? Und er hatte auch recht. Jetzt nutzt aber nicht unsere ganzen einen Live-Gem. Na, den werde ich jetzt aber benutzen. Jetzt haben wir keine mehr. Ja, ich weiß. Und du wirst trotzdem sterben. Ja, anscheinend schon. Oh yeah. That's for die you. Die droppen aber auch nichts, ey. Gibt's doch nicht. Ja, die sollen auch nichts droppen. Ein Schwert. Schade, ne, dass man es nicht nehmen kann. Ja. Ich hätte es gerne mit Stolz getragen. Ich auch. Guck mal, ein Geist. Und ein Item. Mhm. Und ein Hinterhalt. Ja. Drei, oh Gott. Och, kriegst du das sicherlich. Ja, nicht. Du bist da so voller Mut in diese Falle reingelaufen. Du musst da einen Backup planen. Aber die laufen wieder zurück, ne? Du kannst dir einen davon aussuchen. Ja. Yep. That's the good thing about stupid enemies. Er hat dich geblockt. Yeah. Das ist so schön stark, dieses Schwert. Ich mag das. Guck mal kurz nach, wie viel das noch hat gleich. Das siehst du unten rechts. Was, wo? Achso, da, ja. Ja gut, hat ja nur die Hälfte dann, ne? Ja. Du weißt also, es hat wahrscheinlich 70. Insgesamt. Oder? Maybe. 70 ist, glaube ich, normal. Das kann sein. Oh, jetzt sieht's aber ganz bitter aus. Mhm. Ja, der hat einen Bogen, ne, da oben. Ich will vorsichtig sein. Du warst außer Reichweite. Sehr gut. Ah. Er ist ein unfassbar schlauer Mensch. Ja. Warst du schon mal in diesem Schloss? Hast du es selber gebaut vielleicht zufällig? Maybe. Wer weiß. Das ist eine Festung übrigens. Für mich ist es alles das Gleiche. Ich bin ja kein Festungsbesitzer oder Schlossbesitzer. Oh, siehst du mal. Komm jetzt her! Töte sie alle. La 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 la. Ja, mit dem Blocken wäre ich auch vorsichtig nicht. Ich weiß. Damit kannst du nämlich auch sterben gerade. Scheiß Ding. Hä? Ja, gegen die Wand. Das kommt ja, her. Ja, gegen das Schild. Ja, der soll herkommen. Wir haben den Heidenheit immer noch nicht besiegt, ne? Ich weiß. Den können wir aber jetzt besiegen, wenn wir das Feuerschwert doppelhändig benutzen. Ja. Haben wir die Reichweite wieder. Geh einfach da rein. Jupp. They won't come back. They Hope never not. Come back. Juhu, Sorcerer's Staff. So, was mache ich jetzt? Hä? Die gingen ja ganz daneben. Das war knapp. Einfach durchlaufen? Ja, ich wäre vorsichtig. Ja, sehr gut. Komm her. Mit der Zeit wirst du lernen, ihn zu besiegen. Ja, ich möchte halt nicht vom Bogen getroffen werden. Genau, deswegen machst du es so wie jetzt. Du lockst ihn so ein bisschen in die Nähe. Schieß doch mal da oben. Weil dann braucht man ein bisschen... Der schießt nur auf dich, wenn du an der Treppe bist, glaube ich. Guck mal, jetzt hat er also wenn du an die Treppe kommst, dann fängt er an zu schießen. Oh, Vorsicht! Ja. Du bist tot! Ich weiß. Dann neu. Juhu. Diesmal müssen wir ja nicht diese vier da mit ihren... Müssen wir nicht, ne. Können wir direkt dran vorbeilaufen. Was sind das? Das sind keine Katapulte, das sind, wie heißen die Dinger? Ballistas, glaube ich. Ballisten, die, ne? Ja. Ballisto. Das ist ein Müsli-Riegel oder sowas. Irgendein Schokoriegel. Ballisto, ja, stimmt, du hast recht. Also Balliste. Komm okay, her, wieder was gelernt, ne? Alter Fuchs. Ja, wir haben alles gelernt, haben wir heute. Aua, mach sowas doch nicht. Komm her. So, weg bist du, du Huhn. Untoter. Und nein, Huhn. Huhn hört sich besser an. Das kannst du noch so beenden. Ja. Ohne Backstab. Jetzt hat er schon zu viele Wunden. Jo. Er ist ein Untoter. Er blutet. Egal. Was? Ist ein Untoter, ist egal. Ja. Bleibt das jetzt zu?
Das weiß ich gar nicht. Sprich den mal an. Okay. Ja, kann sein, dass hier unsere Seelen niemals wieder... Ich hab's immer beim ersten Mal geschafft, leider. Sprich den nochmal an. Ja, wir kriegen jetzt den Ring, ne? Ja. Nee, White Soap schon, ja. Kriegen wir nichts mehr? Mhm. Ach so, stimmt, den Ring kriegen wir gar nicht. Damit können wir uns jetzt beschwören lassen. Da liegt was. Wollen wir aber nicht. Natürlich. Wir sind zu schlecht. Ja, außerdem haben wir keine Online-Dinger. Wir sind ja in Covenant. Ja, ob wir den wirklich 100% durchziehen, wage ich zu bezweifeln. Doch, guck mal, wir werden jetzt schon besser. Naja, dann machen wir den Fume Knight ohne Hilfe. Ja, den Fume Knight ist eine andere Geschichte, den kriegt man nie hin. So. Halt dich. Ich muss den Feuer noch locken. Hey. Kommt der nicht? Komm. Ja, normalerweise wäre der jetzt schon längst gekommen. Ja, locker. Locker. Ah, schön. War rechts noch was? Nee, ne? Doch, klar. Ja, da war noch was, aber ich geh erstmal zur Seite. Nicht da, links meine ich. Das andere rechts. Ja. Ich wollte nur kurz in Deckung gehen, weil die Typen da, die haben mich schon mal getötet. Oh. Die sind nämlich fies und gemein. Das stimmt. Immer nur Sachen werfen. Ey! Zack. Mein Lieber. Hochgehen wir gleich. Jo. Ein Baum. Naja, was fast, das ne? wohl sein wird. Entschuldigung. Large Soul of a Lost Undead. Bla bla. 400 Seelen, wie viel sind das? Ich weiß es nicht. 400 Seelen, wie viel sind das? Hast du gerade gefragt. Large Soul of a Lost Undead. Wie viel sind das? Wahrscheinlich 400. Das ja. ist mein. Ja, deswegen frage ich. Komm, wir können wieder zurück. Ja, warum? Weil da noch 1300 Seelen liegen. Schlag das kaputt. Oh. Ja, ich wollte nicht unbedingt das Schwert kaputt machen. Das hält noch was aus. So. Mit sanftem Fuß. So. Sehr gut. Oh. Da stehen sie noch. Ja. Aber das wird doch, das wird doch. Guck doch hier. So. Na komm. Oh shit. Oh shit, das ist auch noch eine 3. Also okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und jetzt heile ich mich, denn das war sehr gefährlich. Ich wäre fast gestorben. 2300. 400. Hm. Siehst du? Hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schick, schick. Und jetzt können wir noch auf die andere Seite und die scheiß Reskels, die ganze Zeit auf uns werfen, können wir auch noch besiegen. Jo, da liegt nämlich auch noch irgendwas. Truhenmäßig. Aua. Autschen. Autschen. Ja. So. Let's get up here. Tidin. So, da sind die Schweine. Hm. Schlimm mit denen. Light Crossbow. Sollen wir den mal benutzen nachher, vielleicht? Ja, schauen. Weil ich habe den noch nie benutzt und wir müssen mal auch ein bisschen was aus was experimentieren jetzt in diesem letzten Jahr. Oder? Gucken. Können wir machen. Was steht hier? Fuck you. I don't care. Kommst du da hoch? Rüber, meine ich. Ja, ja. Ja? Obwohl, nee, mit deinem Springding wahrscheinlich nicht. Mit Kreis, soll ich? Na, egal. Doch. Ja, siehst du mal. Funktioniert. Ja, aber es ist nicht 100% verlässlich, das ist das Problem bei mir. Jetzt geht er weg. Schade, ich dachte, ich krieg den noch von hinten jetzt. Oh. Oh shit. Never roll against the wall! Oh shit. Roll doch. I could not roll. I was against the wall. Na gut, aber von da kriegst du ja wohl wieder, oder? Ja, mal schauen, ne? Mal schauen! Aber das ist auch die Geschichte von Dark Souls ein bisschen. Weißt du, man hat irgendwie so, irgendwann hat man 20 Level irgendwo liegen. Ja. Man kommt nie nach Hause. Aber irgendwann gibt's auch die Bone-Dinger. Von denen wir, glaube ich, keine haben. Oder? Homeward, nee.
Oder die Federschwerter mal. Das waren noch Zeiten damals. Also in der Zukunft. Oh nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht, Mann. Sehr gut, du hast hingekriegt zum ersten Mal. Er lebt noch. Ja, aber du kannst ihn jetzt schlagen. Wo so? Okay, Dark Spirit. Das ist natürlich jetzt doof, wir haben echt gar nichts. Das heißt, wir verlieren gleich einfach mal 2400 Seelen. Nur weil ein Arschloch uns besiegen möchte. Da ist er. Den packst du. Den packst du, den kannst du. Den packst du. Guck mal, easy, was ist das für ein Lappen da? Guck, was der für eine Waffe hat. Siehst du das? Guck dir mal, was der macht da für einen Schwachsinn. Ich mach keinen Schaden. Du machst echt keinen Schaden. Der ist unbesiegbar. Unbesiegbar, so. Oh nein. Warum ist der unbesiegbar? Ruf mal beim Spiel an. Ich ruf mal beim Spiel an, das ist eine gute Idee. Okay. Okay, doch nicht unbesiegbar. Seltsam, warum hat der erste Schlag keinen Schaden gemacht? Es ist auf Video, wir wissen jetzt, dass das Spiel total unfair ist. Ja. Sehr gut, sehr gut. Go outside und trink a drink. Oder besieg ihn schnell, aber das ist sehr gefährlich. Ja. Okay, gut, gut, gut. Du bist bis jetzt, warst du sehr, sehr gut. Ja, ein Schlag halt, ne? Ganz genau. Hä? Wie hat mich das getroffen? Genauso wie deiner eben nicht getroffen hat, Lag. Ich hasse Lags, ey, ohne Witz. Ja, das zählt jetzt aber nicht als tot, ne? Also ich spiele jetzt mal weiter. Das zählt nicht als tot? Du bist doch gerade eindeutig gestorben, oder? Nein. Das ist was ganz anderes. Du hast gerade 2000 Seelen verloren, weil du nicht nach draußen gehen wolltest und einen Trank... Ja, der wäre mir auch nicht gefolgt oder so. Doch, natürlich wäre der gefolgt. Ja, aber eben. Der hätte dich nicht schlagen können, bevor du dein Dings getrunken hättest. Na, wer weiß. Weil wenn du um die Ecke gehst... Da musst du erst auch um die Ecke gehen, bevor er dich schlägt. Aber ich finde, ganz ernsthaft, ich finde heilen im PvP ist so ziemlich das Letzte, was du machst, ganz ernsthaft. Ich mach das nie. Ja, ich auch nicht. Außer, verdammt nochmal, jetzt in dieser einen Situation, in der wir verdammt nochmal einen Schwierigkeitsgrad haben und verdammt nochmal 2000 Seelen da liegen. Ich mach das nicht. Invader kann sich auch nicht heilen, das ist unfair. Man heilt sich nicht im PvP. Ja, aber ey, der Invader, da geht es nicht um Fairness. Doch. Man heilt sich nicht im PvP, das ist das Letzte, ganz ernsthaft. Ich mach das nie. Außer ich spiele gegen zwei, das ist was anderes. Ich mach das auch nie. Okay, gegen zwei spielen ist auch das Letzte, das ist noch schlimmer. Ja, dann heile ich mich auch, wenn ich die Gelegenheit kriege, aber... Da kriegst du eben nie die Gelegenheit. Ja, sag das nicht. Hab ich schon hinbekommen. Gegen zwei Spieler, okay, dann müssen die aber sehr doof gewesen sein. Ja, waren sie auch. Rennen die beide gegen die Wand oder so und sagen, ey, was los? Na, was machen die denn? Toll. Aber in der Situation hättest du dich heilen können, hätte niemand das gesagt. Denn wir spielen hier die Vorkämpfer und eigentlich sollten alle Online-Interaktionen besiegt sein. Das explodiert nicht. Warum nicht? Weil du nicht so cool bist wie ich. Nur ich weiß, wie das geht. Ja, die werfen ja nicht da drauf, die werfen irgendwo anders hin. Genau, die werfen irgendwo anders hin. Wo werfen die hin? Wo du stehst. Hä? Wieso ist das nicht explodiert? Okay, das zählt auch nicht als tot. Das zählt auch als tot. Aber nee. Warum ist das nicht explodiert? Sag's das zählt nicht als tot, das ist okay. Ja, yeah. Ist okay, ja, schmeiß dein Ding doch nicht auf den Boden. Ich hab's gefunden. Oh. Musst du annehmen. Oh, ja. Vollidiot. Rein, genau. Und it doesn't work. Doch, nein. Doch. Nee. Doch, work, no. Ja. Hättest Why doesn't it work? Warum hast du es nicht angenommen? Ja, weil ich gesagt habe, du kriegst noch einen. Dann spielst du jetzt mit Tastatur. Ja, yeah, Tastatur, wie geht das? So, es hauen. Oh shit, das ist ja mies. Oh fuck, jetzt laggt's auch noch. Ja, liebe Kinder. Ich würde sagen, wer Sachen auf den Boden schmeißt. Wer sie nicht annimmt. Und zweimal hintereinander stirbt, der ist das Letzte. Du bist das Letzte. So, go. Ich weiß doch gar nicht, wie man die Waffe wechselt zum Beispiel. Nein, das ist das Falsche. Was ist das? Was ist das? Huch. Achso, das ist... Oh Gott. Ah! Reicht, mehr brauchst du nicht. Ah, Steuerung, okay. Oh fuck, ist das kacke. Ist das kacke? Wie kann ich denn an... Mit der linken Maustaste greifst du an. Anvisieren, meinst du? Mit der dritten Maustaste. Ja? Mhm.
Bist du sicher? Ja. Wo weißt du das? Weil es logisch ist. So logisch? Mhm. So ein logisches Wesen. Ja. Schlimm mit dir. Oh Gott, ey, komm mal. Wie hart das immer jedes Mal. Hey, du hast recht. Ach was, hab ich recht. Guck mal an. Ich gucke ihn nicht an, ich versuche ihn zu zerstören. Huch, falsche Taste. Wie rollt man? Ich habe keine Ahnung, ich will es auch nicht. Oh, das fuck! Ich bin explodiert. Okay, du bist eh dran jetzt. Nee, komm, dann machen wir's. Dann mach du jetzt halt. Ja, nee, du hast meinen Controller nicht angenommen. Das heißt, du musst es jetzt durchziehen. Oh Mann. Scheiß Kabel, da rausfällt. Das rausfällt. Dies rausfällt. Okay, Inventory, geht das? Nein. Okay, Rollen ist... Ja, das ist fantastisch. Ja, das Problem ist, wenn ich blocken will, drücke ich die rechte Maustaste. Was doof ist, weil... Das ist aber ein schwerer Angriff. Oder? Was? Wie machst du dann einen schweren Angriff? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, doch, vielleicht, warte mal. Vielleicht, wenn ich Shift drücke. Hä? What the fuck? Okay, Shift, rechte Maustaste ist eine Flasche. Guck mal hier. Ja. Wie seltsam ist das denn? Wie rollt man? Mit R? Nee, so, ganz normal. Ah, ist das. Okay. Das ist okay, das ist wunderbar. So. Geht doch. Alte. Ja, wir brauchen aber unser Backstep-Ding. Warte mal, wie geht das noch? Oh, shit. So. Okay, wie macht man den Heavy Attack? Nee. Shift. Mit Shift ist trinken. Ja. Ja. Dann weiß ich es nicht. Egal, brauchst du nicht. Okay, war das jetzt normale? Ja. Ja. Egal, brauchst du nicht. Komm. Go. Okay, Linke Maustaste. Linke Maustaste Schild. Und dann nicht. T. Oh. Mit A? Ah, G ist. G ist. G ist. Oh Gott. Ist das... Mit A. Ja, liebe Leute. Liebe Leute, fuck you. Obwohl, warte mal. Ich habe noch eine zweite Idee. Die ist fast ganz genauso gut. Die ist total beschissen. Guck mal, Plug and Play. So. Ah, Xbox. Ja, nimm das auf. Waren das keine Seelen? Achso, hab ich vergessen. Huch. Preps. Jo. Nevermind. Wir haben unsere 90 ganzen Seelen wieder. Der Typ ist hier ist jetzt permanent tot, oder was? Ja. Sind wir schon so oft hier durch? Anscheinend. Das ist peinlich, ehrlich gesagt. Das ist normal. Gemeinschaft der Vorkämpfer. Ich weiß trotzdem nicht, warum das nicht explodiert ist bei mir. Weil er hat ja draufgeworfen. Ganz ja, so leicht, ne? Ja, aber das ist ganz komisch hier. Mhm. Ich hab dich ja nur so ein bisschen geärgert. Der musste angreifen. Ja, aber lieber hier drin, wo ich keine Angst mehr haben muss vor den Idioten. Oh, ich hasse diese Dinger, ne? Ja, aber sie sind einfach zu besiegen. Ich weiß. Ich mag sie trotzdem nicht. Ja, ey. Immerhin. So ein richtig doofer Gegner. Guck mal, kriegen wir Seelen für. Kriegen wir Seelen für. Ich weiß, dagegen sage ich nichts. Der andere kommt. Huch, wie hat er mich dann noch erwischt? Guck mal, wir haben schon wieder so wenig Leben. Ja. Uh-oh. They want to kill me. What am I supposed to... Oh shit, warum hat er das nicht getroffen? Weil er ein Schild oben hat. Ja, aber er greift gleichzeitig an. Das geht mit der Pike. Ja, geht es auch mit dem Spieler? Ja. Cool. Wenn du das Schild oben hast und dann R1 drückst, zumindest bei dieser Waffe geht das. Das ist cool. Yep. Okay, Achtung, 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 Achtung. Oh shit.
Oh, Motherfucker! Sehr gut. Nicht schlecht. Nicht gut. Schlecht. Kriegst du jetzt selber hin. Nee, ich glaube, wir haben jetzt genug gelitten. Ja, gelitten haben wir. Gelitten haben wir. Jedes Mal bei Dark Souls. Oh, ich kann ausrasten. Ich nicht. Ich hab Spaß. Ich nicht. Ich hasse dieses Spiel. Aber zugleich liebe ich's. Ich liebe es. Das ist so richtig komisch. Und ich möchte es heiraten. Aber ich weiß, es bedrückt mich mit Millionen anderen Spielen. Ja. Schlimm, ne? Bald haben wir ja Bloodborne. 2015. Ja, das wird aber was anderes. Das wird was anderes. Das wird ein ganz anderes Gefühl, glaube ich. Ja. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es testen. Wir werden es vielleicht sogar durchrocken. Besser nicht. Doch, ey, komm. Klar. Obwohl beim ersten Mal vielleicht nicht. Vielleicht wollen wir erstmal selber privat, weißt du? Das sowieso. Die Magie. Wollen wir in unseren privaten Zimmern. Was zum Teufel ist das für ein Typ? Der sieht aus wie so ein Koch. Der sieht aus wie wir. Vom Gesicht her. Also. Ja, wenn wir menschlich wären. Wenn wir menschlich wären. Gut, so. Wir werden im nächsten Video wieder menschlich. Ja. Freut euch drauf. Denn wir werden wieder alles verlieren. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.